Herzlich willkommen in der Online-Vorlesung Erbrecht im Frühjahr 2022. Schön, dass Sie da sind. Das hier ist Einheit 6 und heute beschäftigen wir uns mit Erbengemeinschaften, also einem sehr konfliktträchtigen Thema, wie wir schon in der ersten Vorlesung vorhergesehen haben, wo es darum geht, dass jeder für sich am meisten bekommt. Vielleicht geht es in 90% der Fälle auch anders aus, aber für uns Juristinnen und Juristen machen natürlich die 10% spannungsgeladenen Fälle den Hauptteil der Musik. Und für diese schwierigen Fälle sollten Sie die Klaviatur kennen und wir können sie uns gut heute erarbeiten. Bevor wir dahin kommen, der übliche Blick zurück auf das Thema der letzten Einheit. Da hatten wir uns Gedanken gemacht über Gestaltungsinstrumente der Erblasserin und damit war gemeint, Möglichkeiten jenseits von A, B und C sollen meine Erben sein, also schwierigere juristische Konstruktionen, die ein Erblasser zur Verfügung hat, um einen etwas komplexeren letzten Willen zur Durchführung zu bringen. Ich rufe Ihnen mal wieder die Folien aus der letzten Einheit hier auf die digitale Wand. Das erinnert Sie an den Stoff der letzten Einheit. Wir hatten zunächst uns als einfachste Konstruktion außerhalb einer Erbeinsetzung das Vermächtnis angeschaut, das schon geregelt ist in § 1939, aber das reicht nicht aus. Es gibt noch eine Reihe von weiteren Vorschriften, Sie müssen nicht alle kennen, aber Sie dürfen sie mal gesehen haben, nämlich die § 21, 47 folgende. Sie können das nochmal als Wiederholung kurz aufschlagen. Da steht drin, was ein Vermächtnis ist. Auf den 21.50 kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich hatte herausgegriffen die Vorschrift des 21.74, wo nochmal dieser schuldrechtliche Gehalt eines Vermächtnisses, über den wir schon mehrfach gesprochen hatten, wo der nochmal sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Also eine der wichtigeren Vorschriften aus dieser Ecke hier, der Vermächtnisanspruch. Ich kann diesen schuldrechtlichen Anspruch geltend machen. Ich muss es dann allerdings auch tun. Ich kann auch darauf verzichten, das ist natürlich auch klar. Ich kann ihn auch verjähren lassen. All das ist möglich. Der Begriff des Damnationslegats kennen Sie inzwischen auch. Das Vindikationslegat wäre der sofortige Übergang des dinglichen Rechts und damit auch der Möglichkeit nach 985 zu vindizieren mit dem Tod der Erblasserin. Aber wofür sich der deutsche Gesetzgeber entschieden hat, ist nur den schuldrechtlichen Anspruch, also das Damnare, übergehen zu lassen. Und damit haben wir die Konstruktion, wie wir sie jetzt eben beim Vermächtnis kennen. Und Anspruchsgegner sind die Erben. Wer sollte es auch sonst sein? Unsere Erblasserin ist ja verstorben. Auf eine versteckte Vorschrift hatte ich Sie noch hingewiesen, die vielleicht sogar von allen die wichtigste ist, obwohl sie nicht im Recht des Vermächtnisses drinsteht, sondern im Recht der Erbeinsetzung 2087. Dort gibt es nämlich Zweifelsregelungen, die für die Praxis sehr hilfreich sind, weil dort regelmäßig Zweifel auftauchen, die aber auch in der Klausur gerne abgefragt werden. Zweifelsregelungen Absatz 1 und Absatz 2, eine in Richtung Erbe und die andere in Richtung Vermächtnis. Schauen Sie noch mal kurz mit mir rein. Der stete Blick in diesen komischen Winkel des Gesetzes, der schärft die Erinnerung. Hat die Erblasserin ihr Vermögen oder einen Bruchteil ihres Vermögens dem Bedachten zugewendet, so ist die Verfügung als Erbeinsetzung auch dann anzusehen, wenn der Bedachte nicht als Erbe bezeichnet ist. Wenn ich also sage, all mein Vermögen soll A bekommen oder A, B und C sollen mein Vermögen zu gleichen Teilen bekommen, dann habe ich ja einen Bruchteil, Bruchteile in meiner Verfügung gleich vorgegeben, dann kann ich davon sprechen, dass sie das bekommen sollen und ich muss sie nicht als Erbe bezeichnen, dann ist im Zweifel, sagt 2087 Absatz 1, doch davon auszugehen, dass sie Erben sind. Der gerade andere Fall ist der 2087 Absatz 2. Wenn ich nicht ein Komplettvermögen oder Teile meines Vermögens mit einer Prozentzahl zuwende, sondern einzelne Gegenstände, sagt der 2087 Absatz 2, so ist nicht anzunehmen, dass die begünstigsten Erben sein sollen, selbst wenn sie als Erben bezeichnet sind. Also da haben wir so einen expliziten Fall, wo eine Falschbezeichnung nichts daran ändert, dass wir trotzdem ein Vermächtnis annehmen. Denn wir gehen davon aus, dass in der Laiensprache der Begriff des Erben eher so nur allgemein damit was zu tun hat, dass jemand meine Dinge nach meinem Tod bekommen soll. Und wenn ich da dann reinschreibe und meine Tochter soll das Haus erben, das wäre direkt schon ein ungewöhnlich großer Gegenstand, könnte auch Gegenstand eines Vermächtnisses sein. Also gehen wir mal davon aus, meine Tochter soll meinen Hund erben oder soll mein Auto erben oder soll meine Briefmarkensammlung erben. Dann wären das so typische Gegenstände eines Vermächtnisses.
Und selbst wenn ich dann das Wort Erben als Erblasser im Mund führe, dann sagt der 2087 Absatz 2 trotzdem, insbesondere dann, wenn ich nicht notariell oder anwaltlich beraten bin, dann soll ich als auslegende Person nicht am Ausdruck Erbe haften, sondern soll im Zweifel davon ausgehen, dass wir hier ein Vermächtnis haben. Ein besonderes Vermächtnis hatten wir uns rausgegriffen dann, hier auf der rechten Seite abgebildet, nämlich das sogenannte Vorausvermächtnis, was im 2150 drinsteht. Das Besondere daran, wir haben hier ein Vermächtnis, das für eine Erbin oder für einen Erben bestellt ist. Da fragt man sich zunächst erstmal, warum eigentlich? Der bekommt doch, ist er schon Erbe, was soll der noch einen schuldrechtlichen Anspruch bekommen? Aber der Sinn ist folgender, der soll etwas im Voraus bekommen, bevor nachher gequotelt wird. Das geht der Quotelung, der Verteilung voraus. Und das habe ich versucht, Ihnen in diesem Bild darzustellen, und ich meine, dass mir das hoffentlich ganz gut gelungen ist. Im rechten Bild, 2150, wird zugunsten des Miterben L vorher das oben blau dargestellte Dreieck herausgezogen und dann werden Hälften gebildet. Das heißt, wenn man dann über alles nachher schaut, habe ich gerade keine gleichmäßige Verteilung, sondern dann hat L als Vermächtnisnehmerin sogar noch ein bisschen mehr bekommen. Ob man so ein Vorausvermächtnis annehmen darf, das hängt natürlich dann ganz stark davon ab, ob dem Testament der Wille zu entnehmen ist, dass die beiden Herrschaften gleichmäßig beteiligt werden sollen. Manchmal ergibt sich das aus einer ganz anderen Formulierung, einer ganz anderen Ecke des Testaments, dass er sagt, irgendwie mir ist total wichtig, dass meine Kinder irgendwie nicht einer mehr bekommt als der andere. Wenn das so wäre, dann würde man im Zweifel eher nicht von einem Vorausvermächtnis ausgehen, sondern von dem anderen. Und dieses andere steht hier auf der linken Seite, das ist vom Vorausvermächtnis zu unterscheiden und steht in 2048 drin, wiederum in einer anderen Ecke des BGB, eine sogenannte Teilungsanordnung. Sie können schon mal reinschauen in 2048, wir begegnen dem aber gleich auch noch. Da steht drin, für die Auseinandersetzung kann ich als Erblasser Anordnungen treffen. Und Anordnung kann zum Beispiel lauten, ich möchte, dass meine drei Kinder, meine fünf Kinder gleichmäßig erben zu gleichen Teilen. Wunderbar, kriegt von fünf Kindern jeder 20%. Aber dann möchte ich, dass innerhalb dieser Quoten A das Auto bekommt, B das Bild bekommt, C das Häuschen bekommt und so weiter und so fort. Das wäre eine typische Teilungsanordnung. Und wenn es denn nicht so klar formuliert ist, dann geht man eben danach, ob jemand sonderbegünstigt werden sollte oder alle gleich viel bekommen sollen. Das Vorausvermächtnis ist, wie wir gleich sehen werden, etwas, was ganz am Anfang natürlich rausgezogen wird. Die Teilungsanordnung wird zu einem späteren Zeitpunkt in der Auseinandersetzung berücksichtigt. Etwas schwieriger ist die Unterscheidung dieser beiden Gestaltungsinstrumente, nämlich Bedingung und Auflage. Bedingung heißt nur dann, wenn du dies und dies machst, liebe potenzielle Erbin, bekommst du auch dein Erbteil oder bekommst du auch dein Vermächtnis. Die Konstruktion kennen Sie aus BGB AT, nämlich 158, je nachdem, wie man es macht, Absatz 1 oder Absatz 2, aufschiebende oder auflösende Bedingung. Das ist ein relativ scharfes Schwert. Da weiß ich, um mein Beispiel aus der letzten Einheit zu wiederholen, ich bekomme den Rolls-Royce meiner Oma nur, wenn ich mein altes Auto dafür an X weiterschenke. Und wenn ich das nicht weiterschenke, kriege ich den Rolls-Royce auch nicht. Anders ist es bei der Auflage. Erstmals erwähnt in 1940, dann aber nochmal etwas ausführlicher geregelt im 2192 folgende. Da gibt es nicht diese starre Verknüpfung nur dann, wenn, sondern da bin ich erstmal ohne Wenn und Aber Erbe oder Vermächtnisnehmer, bekomme aber dann noch eine kleine Bitte mit dazu gesagt oder auch eine große Bitte von der Erblasserin. Das heißt, mein Erben- oder Vermächtnisnehmerstatus wird durch eine Auflage nicht gehindert, sondern es gilt dann zu einem späteren Zeitpunkt, gilt es irgendwie, ja, diese Auflage zu erfüllen oder sie auch nicht zu erfüllen. Häufig sind das auch Dinge, die über Zeit passieren müssen, wo sich nicht in jeder Minute feststellen lässt, ob die denn immer noch erfüllt wird. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie den Hund übernehmen und füttern soll von meiner Oma, von der ich erbe. Und dann mag das sein, dass ich das am Anfang tue, aber irgendwann nach zwei Jahren gebe ich den ins Tierheim, weil ich keine Lust mehr habe. Ja? Habe ich die Auflage am Anfang erfüllt, dann nicht mehr. Und das mit der Durchsetzung der Auflage ist deswegen so eine schwierige Geschichte. Dazu haben wir uns angeschaut in 2194. Derjenige, der
vom Wegfall von mir als Erbe oder Vermächtnisnehmer dem das was bringen würde, weil er dann an meine Stelle träte oder mehr bekommen würde, der kann einen Anspruch auf Vollziehung der Auflage geltend machen. Aber das setzt natürlich in der Praxis voraus, dass der weiß, dass ich die Auflage nicht vollziehe. Und das ist schwierig und es mag eben sein, dass ich sie anfangs vollziehe und dann später nicht. Insofern ist so im Vergleich zur Bedingung die Auflage ein deutlich schwächeres Instrument. Und was gewollt ist, wie immer, steckt im Willen der Erblasserin, den wir aus der Verfügung rauslesen müssen. Dann hatten wir uns angeschaut, die Vor- und Nacherbschaft, Paragraphen 21.00 folgende. Erst wird A-Erbe oder hier V-Erbe, als V wie Vorerbe und dann wird N wie Nacherbin, Nacherbin. Und dazwischen steht ein Ereignis, das kann, wie hier angedeutet, der Tod des Vorerben sein, steht auch in 21.06 drin, es kann aber auch irgendein anderes Ereignis sein. Es kann sein, dass ich sage, zum Beginn des Jahres XY, 2030 oder so, soll der Nacherbfall eintreten oder wenn der Vorerbe neu heiratet oder wenn er verbeamtet wird, das sind 100.000 Sachen denkbar, kann alles die Erblasserin anordnen, ist völlig in ihrer Gestaltungsfreiheit drin. Krach gibt es natürlich dann insbesondere, wenn die Nacherbin den Eindruck hat, dass der Vorerbe nicht sachgerecht mit der Vorerbschaft umgeht. Dazu gibt es eine Reihe von Schutzvorschriften, die wir uns angeschaut haben. Zunächst einmal, wenn der Vorerbe was raushaut und dafür irgendeine Kompensation bekommt, haben wir das, was in 21.11 drin steht, nämlich eine materielle Surrogation. Das heißt, das Surrogat, das Ersatzding, wird auch wieder fiktiv in diesen Nachlass eingegliedert, als wäre es von Beginn an dabei gewesen, damit eben der Nachlass nicht zu Lasten der Erbin geschmälert wird. V kann, der Vorerbe kann durchaus handeln, ja, kann auch schlechte Geschäfte machen, aber mit den ganz großen Sachen soll er vorsichtig sein. 21.13 sagt, wenn ich ein Schiff oder ein Grundstück veräußere, dann soll das grundsätzlich nicht möglich sein. Ausnahmen kann wiederum die Erblasserin nach 21.36 anordnen. Sie kann den Vorerben von diesen Beschränkungen befreien. Anschließend hatten wir noch einen Blick geworfen auf die Testamentsvollstreckung 21.97 folgende. Auch da müssen Sie nicht jedes Detail kennen, sondern sollten mal gesehen haben, wo das steht, sollten verstanden haben, wann ein Erblasser mal einen Testamentsvollstrecker einsetzt, was er damit machen kann und wo die Probleme entstehen können. Ich hatte mit dieser Grafik Ihnen versucht, ein bisschen bildlich vor Augen zu führen, dass es darum geht, eine ordnende Hand auf dem Nachlass geschehen zu haben. Und da nun die inzwischen erkaltete Hand der Erblasserin nicht mehr zur Verfügung steht, braucht es eine warme Hand. Und das ist eben ein noch lebender Testamentsvollstrecker, der das tut. Das kann direkt im Testament schon drinstehen. Wer das ist, kann auch im Nachhinein jemand berufen werden, der auch entsprechend vergütet wird. Und wer dann kontrolliert wird, sind natürlich die Erben. Testamentsvollstrecker können sich mit Erben verstehen und das mag auch eine Zeit lang gut gehen, aber irgendwann, je länger sich das Ganze zieht, desto schwieriger mag es werden. Dann kann es sein, dass die Erben versuchen, die Testamentsvollstreckerin loszuwerden, aber das Gesetz sagt, das soll nur in Ausnahmefällen der Fall sein, denn es geht ja nicht darum, dass sie ihr eigenes Spiel spielt, sondern sie spielt letztlich den letzten Willen der Erblasserin durch. Und wenn das so ist, dann kann es da eben auch mal zu Knatsch führen, ohne dass unmittelbar die Testamentsvollstreckerin abgesägt wird. Zum guten Schluss der letzten Einheit hatten wir uns noch ein Sonderthema angeschaut. Sittenwidrige Verfügungen, Behindertentestament, Geliebten- oder Mätressentestament. Dazu hatte ich im Wesentlichen gesagt, seien Sie sehr vorsichtig mit dieser scharfen Keule zu 138 Absatz 1. Nach überwiegender Auffassung braucht es dafür nicht nur die objektiven Tatbestandsmerkmale, sondern auch ein subjektives Sehen und Kennen auf Seiten desjenigen, der da als in seinem Tun als sittenwidrig gebrandmarkt wird. Und das steht unter sehr, sehr hohen Voraussetzungen. Also allein eine Gestaltung zu Lasten des Sozialhilfeträgers, wie das bei Behindertentestamenten der Fall ist, kann man diskutieren, wird aber inzwischen nicht mehr als sittenwidrig angenommen. Auch beim Mätressen- oder Geliebtentestament ist das so eine Sache, da schleppt man so ein bisschen in der Ausbildung die schon viele Jahrzehnte alte frühere Rechtsprechung des BGH mit, der mal das für sinnwidrig gehalten hat, aber es ist inzwischen schon mehr als 50 Jahre her, dass er sich da gewendet hat und gesagt hat, nur wenn das wirklich eine ganz explizite Verknüpfung ist, dass sexuelle Gefälligkeiten für die Einsetzung als Erbe oder Vermächtnisnehmer hergegeben wurden, also Hergabe für Hingabe, da kann man mal tatsächlich über Sittenwidrigkeit nachdenken, aber das wird die
absolute Ausnahme sein. Dass ich jemanden bedenke, der außerhalb meiner ehelichen Beziehung steht, ist für sich gesehen. Also nichts, was mit dem scharfen Schwert des 138 Absatz 1 dann wieder durchkreuzt werden muss. Wenn Sie so weit mitgekommen sind, dann haben Sie wirklich ein solides Grundwissen darüber, was man wissen muss, wie man seine eigene erbrechtliche Vermögensfolge gestalten und auch selbst bestimmen kann. Testierfreiheit verwirklichen, Artikel 14 des Grundgesetzes. Sie sind nach aller Voraussicht oder zu überwiegendem Teil wahrscheinlich noch nicht in dem typischen Alter dafür, selbst eine letztwillige Verfügung zu entwerfen und ich möchte Sie auch nicht irgendwie dazu bringen. Sie könnten das natürlich zu Ausbildungszwecken mal tun. Vielleicht schreiben Sie großen Entwurf drüber, weil Sie nicht sicher sind, ob das tatsächlich auch gelten soll, oder Sie machen es erstmal nur maschinenschriftlich. Es kommt mir da nicht so sehr auf die Form an, sondern wenn Sie irgendwie eine Fingerübung machen wollen, dann versuchen Sie mal glasklar und irgendwie ohne Auslegungszweifel zu formulieren. Dann werden Sie sehen, das ist sehr, sehr schwer. Jedenfalls dann, wenn es etwas kompliziertere Regelungen sind, die Sie treffen wollen. Und gleichzeitig wird es so sein, viele Menschen werden im Laufe des Lebens immer vermögender. Am Anfang haben sie vielleicht nicht so viel Geld, wenn sie studieren oder wenn sie eine Familie aufbauen. Aber wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann mag es schon so sein, dass man doch relativ viel Geld verdient und nicht mehr weiß, wohin damit. Da gibt es jedenfalls viele. Und je mehr man hat, desto komplizierter ist es natürlich, das in entsprechende Regeln zu gießen. Also wir werden am Ende der heutigen Einheit noch über die Nachfolge in Personengesellschaften sprechen. Ja, wenn Sie sich sowas mal anschauen, wie das geregelt wird, das ist dann die Krone des Komplexen. Und wenn Sie es selbst eine Spur einfacher mal versuchen, so ein bisschen sich ein Fingerspitzengefühl dafür zu entwickeln, dann werden Sie sehen, wie schwierig das ist. Und selbst wenn Sie ein Dokument haben, wo Sie denken, es ist relativ klar formuliert, dann versuchen Sie sich mal gedanklich in das Gegenüber zu versetzen, jemanden, der von dieser Verfügung benachteiligt ist. Überlegen Sie sich, nach dem, was wir kennengelernt haben, wie kann man diese Verfügung vielleicht angreifen? Und dann sehen Sie ein bisschen, wie das läuft bei den Anwältinnen und Anwälten, die Erbrecht machen. Das ist eine hochspannende Materie. Es geht darum, den Willen von jemandem zu ermitteln, den man nicht mehr als Zeugen heranholen kann. Und da geht vieles über Spekulation, geht natürlich auch vieles über Zweifelsregeln und Beweislast, aber es ist ein konfliktreiches und doch auch irgendwie farbenprächtiges Rechtsgebiet, wo Sie jetzt jedenfalls mit dem Stoff jetzt der ersten 5 Einheiten schon mal sich einen sehr, sehr großen Teil erobert haben. Wir sind damit gleichzeitig in unserer Vorlesung an dem Punkt angekommen, wo wir guten Gewissens dann auch unsere Erblasserin sterben lassen können. Dieser Punkt, auch wenn man sie sehr gemocht hat, kommt ja dann irgendwann über kurz oder lang durch. Und dann ist die Frage, wie geht es denn dann weiter? Im besten Fall haben wir eine Alleinerbin, die kann alles an sich nehmen, teilt das dem Nachlassgericht auf Nachfrage mit und alles ist super. Aber Sie ahnen, das ist nicht der absolute Standardfall, es ist meistens irgendwie auf die eine oder andere Weise komplizierter. Und vor allen Dingen dann, wenn entweder mehrere Personen im Spiel sind, die eine Erbengemeinschaft bilden, und oder wenn wir die Situation haben, dass da jemand sagt, ich bin als Erbe berufen, weil kein Testament, Erbvertrag da ist und ich stehe im Gesetz drin, ich bin irgendwie das einzige überlebende Kind oder so etwas, oder im Testament oder Erbvertrag stehe ich drin, als einer von denjenigen, die hier was mitnehmen dürfen, ich bin mir aber gar nicht sicher, ob ich das mag. Dann muss man sich schon nochmal ein bisschen näher damit auseinandersetzen. Und dann ahnen Sie auch, dann ist der Prozess der Erbfolge nicht mit dem Tod abgeschlossen und dann sonnenklar, sondern dann gibt es neue Probleme, die da auftauchen. Und die sind Gegenstand der heutigen Einheit. Und chronologisch beginnen wir mal mit der Frage, wie ist das eigentlich? Wer von denen, die da als Erben berufen sind, hat denn eigentlich Lust mitzumachen? Es gibt ja durchaus Überlegungen, weswegen ich nicht dabei sein möchte. Es kann zum Beispiel sein, dass ich weiß, Oma Ernie hat nicht so besonders viel hinterlassen und wenn ich mich da jetzt reinbegebe, hier sind da auch noch meine 3 Geschwister und mit denen verstehe ich mich nicht gut und dann wird das Ganze alles ganz haarig. Am Ende habe ich ein paar 100 Euro mehr in der Tasche, aber musste wahnsinnig viel Formalia klären und so weiter. Da halte ich mich doch lieber raus. Kann ja sein. Ich bin als Erbe berufen, mag aber nicht. Das ist etwas, was der Gesetzgeber durchaus anerkennt. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass ich sage,
Vielleicht springen sogar am Ende nicht 200 Euro plus raus, sondern 200 Euro minus oder 2000 oder 20.000 Euro minus. Denn unsere Erblasserin, die hat zwar großspurig davon gesprochen, wer alles ihr großes Hab und Gut haben kann, aber sie hat vergessen, dass natürlich auch noch Schulden mit dabei sind. Und wenn man jetzt das genau mal bilanziell auflistet, dann sieht man, die Schulden übersteigen den Wert des Vermögens. Und wenn wir dann in 1922 lesen, dann sehen wir, hoppla, ich erbe ja nicht nur das positive, sondern auch das negative Vermögen. Das heißt, es kann sein, dass das für mich insgesamt ein Negativgeschäft ist. Und das ist natürlich vielleicht sogar der noch häufigere Fall, wo ich dann als Begünstigter sagen werde, vielen Dank, es ist keine große Gunst, hier Erbe sein zu dürfen, sondern ich möchte damit nichts zu tun haben. Und auch wenn ich hoffe, dass alle Erbfolgen, die Sie irgendwann mal antreten können, dass Sie mit nicht in dieser Situation stecken, so ist es doch gut zu wissen, was dann die Möglichkeiten sind, wie ich in so eine Erbschaft reinkommen kann oder wie ich mich aus so einer komplizierten und schwierigen und vielleicht nachteiligen Erbschaft vielleicht auch raushalten kann. Das Gesetz regelt das relativ früh, nämlich in den Paragraphen 1942 folgende. Schlagen Sie gleich mal mit mir auf und lesen Sie mal gemeinsam mit mir. Die Erbschaft, sagt der 1942 Absatz 1, geht auf den berufenen Erben unbeschadet des Rechts über, sie auszuschlagen, Klammer auf, Anfall der Erbschaft. Sieh mal an. Aus dieser Vorschrift kann man schon sehr vieles herausziehen und das male ich Ihnen gleich hier auch mal auf die digitale Wand. Und ich starte mal mit der grünen Farbe und ich, ja, vielleicht male ich Ihnen zunächst einmal so zwei Spuren ein, auf denen wir dann gleich wandeln oder nicht wandeln wären. Unten male ich Ihnen eine grüne Linie. Das ist die Erbspur. Und oben male ich Ihnen eine rote Linie. Das ist die Nicht-Erbspur. Jetzt haben wir ganz am Anfang, stellen wir uns das mal, also einen zeitlichen Verlauf vor, also eine Zeitstrahl, haben wir ganz am Anfang ein Ereignis. Das ist der Tod der Erblasserin. Und was kann ich jetzt da aus dem 1942 herauslesen? Ich wiederhole nochmal, die Erbschaft geht auf den berufenen Erben über. Oder selektiv habe ich gelesen. Man möchte vielleicht mit einem Seitenblick zu 1922 ergänzen. Im Moment, wo unsere Erblasserin steht, geht die Erbschaft erstmal auf die berufenen Erben über. Berufen heißt, ich kann berufen sein per gesetzlicher Erbfolge oder per gewillkürte Erbfolge. Völlig egal, im Testament oder Erbvertrag ich drinstehe. Das bedeutet, im ersten Moment bin ich erst einmal links unten unterwegs. Ich male da so einen Punkt rein. Ich bin erst einmal gewissermaßen zwangsweise unten auf der Erbspur. Das bedeutet gleichzeitig, ich kann hier mein digitales Radiergummi mal eben nehmen und kann den ersten Teil der Nicht-Erbspur schon mal entfernen, weil ich ja weiß, es wird, wenn ich als Erbe berufen bin, nie so sein, dass ich von Beginn an nicht Erbe bin, sondern es gilt in dem Moment des Todes der Erblasserin zunächst einmal auf jeden Fall die Berufung. Und alles andere muss ich tun. Das wiederum steht ja auch dann direkt schon im 1942 Absatz 1 drin, nämlich nur weil ich als Erbe eingesetzt werde, habe ich trotzdem unbeschadet, sagt der 1942 Absatz 1, das Recht, die Erbschaft auszuschlagen. Ich könnte also hier, um die Terminologie des 1942 beizubehalten, mal links unten drunter schreiben, Anfall. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie ein Herzanfall oder so etwas, sondern die Erbschaft fällt mir als berufenem Erben an. Aber dann gibt es die Möglichkeit, wie ich sie ausschlagen kann. Das bedeutet, ich kann, um auch das hier direkt in der Grafik niederzulegen, irgendwann mal sagen, nein, ich wechsle die Spur. Ich will nach oben auf die Nicht-Erbspur.
Das ist die Ausschlagung der Erbschaft. Schreibe ich auch direkt drüber. Ausschlagung. Wo steht etwas dazu? Naja, es beginnt eigentlich direkt schon im 1942. Beim Anfall kann ich 1942 1 dazu schreiben. Und bei der Ausschlagung sind es die 1942 folgende. Wir können mal kurz drüber schauen. Dann wissen Sie, was so die wichtigsten Punkte an der Stelle sind. ...1944 sagt, die Ausschlagung kann nur binnen 6 Wochen erfolgen und sagt noch etwas zur Frist. Also ab dem Punkt, wo ich höre, ich soll Erbe geworden sein, aus welchem Grund auch immer, Testament oder gesetzlicher Erbe, habe ich 6 Wochen Zeit, um diese Erbschaft auszuschlagen. Wunderbar, dann bin ich auf der Nichterbspur unterwegs. Wie kann ich das machen? 1945, Form der Ausschlagung, durch Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht. Aha, das Nachlassgericht, während normalerweise Kommunikation immer mit dem Vertragspartner erfolgt, haben wir hier natürlich nicht. Erblasserin ist tot, also tritt das Nachlassgericht hier so in eine moderierende Funktion ein. 1946 sagt etwas dazu zum frühesten Zeitpunkt. Ich kann die Ausschlagung noch nicht erklären, bevor die Erblasserin verstorben ist. Das geht nicht. Deswegen habe ich links unten eben ein bisschen Versatz eingezeichnet, bevor ich ausschlagen kann. Erst brauchen wir den Tod der Erblasserin, der geht dem zwingend voraus. Und 1947 sagt, das kann ich nicht irgendwie unter einer Bedingung oder Zeitbestimmung machen, sondern das ist eine gestaltende Erklärung. Warum gestalten? 1953, die letzte Vorschrift an der Stelle, die wir dort lesen, Wirkung der Ausschlagung. Wird die Erbschaft ausgeschlagen, so gilt der Anfall an den Ausschlagenden als nicht erfolgt. Sie können dem so eine Extunk-Wirkung entnehmen, das wäre auch richtig. Ja, ich werde dann nachträglich so behandelt, als sei ich nie Erbe gewesen. Ich zeichne jetzt die rote Nichterblinie trotzdem mal nicht nach links weiter, sondern es geht mir da im Ablauf darum, wie ich von einer Spur auf die andere wechseln kann. Also das sind die 1942 folgende, die wichtigsten Vorschriften, daraus haben wir gelesen. Jetzt ist nicht nur die Ausschlagung möglich, sondern es ist auch die Annahme möglich. Das steht im Paragraphen 1943 zum Beispiel drin. Er kann sie annehmen. Und das wäre, um in unserem Bild zu bleiben, unten links eine Entscheidung, die Annahme. Man fragt sich, warum? Was bringt das, die Erbschaft anzunehmen? Ich bin doch schon auf der grünen Spur und das wäre eine sehr berechtigte Frage. Tatsächlich hat die Annahme für sich gesehen erstmal keine Rechtsfolgen. Ich bleibe einfach auf der grünen Spur. Die Rechtsfolge, die es hat, ergibt sich dann direkt aus dem 1943, nämlich, wenn ich denn mich einmal für diesen Weg entschieden habe, da unten auf der grünen Spur zu bleiben, dann kann ich nicht mehr nach oben wechseln, dann ist die Ausschlagung nicht mehr möglich. Also das ist dann eine Entscheidung, da wollen wir auch Rechtssicherheit irgendwann haben. Wenn ich die für mich treffe und sage, ich möchte das eine oder das andere Ausschlagung oder Annahme, dann soll ich auch bitte dabei bleiben, 1943 sagt das. Eine indirekte Folge, es mag schneller gehen mit dem Nachlassgericht, wenn das Nachlassgericht nicht noch die 6 Wochen abwartet, um zu hören, ob ich denn vielleicht noch ausschlagen möchte, weil es dann schnell weitergeht. Das kann mir irgendwie etwas bringen, aber ansonsten hat die Annahme jetzt erstmal keine unmittelbaren Folgen. Soweit, so gut. Jetzt habe ich in der linken Hälfte dieses Bildes schon ziemlich viel eingezeichnet und dann ist erstmal noch nicht so viel los, so in der Mitte und nach rechts. Und das bringt Sie dazu, dass Sie wahrscheinlich schon ahnen, da kommt noch was. Und tatsächlich, da kommt noch was. Denn wenn wir solche Dinge erklären, die Ausschlagung und die Annahme, dann können das ja Erklärungen sein, die durchaus große Tragweite haben. Und es können Erklärungen sein, wo ich dann nachher bereue, wie ich mich da verhalten habe. Es können auch Erklärung sein, wo ich das eine oder das andere gesagt habe, aber nachher irgendwie nochmal neue Fakten höre und sich das Ganze für mich in einem anderen Licht darstelle, wo ich dann sage, hey, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich die Erbschaft niemals ausgeschlagen. Wenn ich gewusst hätte, dass Oma Erna nicht nur irgendwie Mieterin in diesem Häuschen war, sondern dass sie Eigentümerin war. Wenn ich gewusst hätte, dass sie da irgendwie einen Goldschatz im Keller hat und so weiter und so fort.
Oder anders gewendet, wenn ich gewusst hätte, dass der Nachlass hoffnungslos überschuldet ist, dann hätte ich es nie beim Anfall belassen, beziehungsweise hätte die Annahme nie als solche erklärt. Und was ist jetzt das rechtliche Instrumentarium, um dann von der einmal erklärten Annahme oder Ausschlagung wieder abzurücken? Sie hätten es vielleicht vermutet oder haben es schon gesehen. Da gibt es eine Möglichkeit, wie ich nachträglich noch einmal die Spur wechseln kann. Entweder von der grünen auf die rote Spur oder von der roten auf die grüne Spur. Das geht beides. Und der Mechanismus dafür lautet, oh Wunder, Anfechtung. Und es hat auch eine Hausnummer oder hat auch Hausnummern, nämlich die Paragraphen 1954 folgende. Ich kann die einmal erklärte Ausschlagung anfechten. Ich kann die einmal erklärte Annahme der Erbschaft anfechten und komme dann doch nochmal auf die andere Spur. Schauen Sie mal rein ins Gesetz 1954 folgende. Anfechtungsfrist, binnen 6 Wochen, wann diese Frist zu laufen beginnt, steht dann im nächsten Absatz. Ich getraue mich, das mal zusammenzufassen. Wenn ich davon höre, dass irgendwie ein Willensmangel da war, dass ich mich irgendwie geirrt habe oder getäuscht wurde, das ist ja auch im BGB-A-Thema ein Anknüpfungspunkt, dann laufen ab dem Punkt 6 Wochen. Form der Anfechtung überrascht uns nicht. 1955 gegenüber dem Nachlassgericht. 1957 Wirkung der Anfechtung. Ich komme auf die andere Spur. Etwas, weil das Gesetz hier nicht meine schöne Zeichnung hat, muss es das etwas komplizierter formulieren. Also Anfechtung der Annahme gilt als Ausschlagung, Anfechtung der Ausschlagung gilt als Annahme. Einverstanden. Relativ klar, glaube ich. Macht Ihnen, glaube ich, für sich gesehen keine großen Bauchschmerzen mehr, denn wir haben ja schon manches Mal uns mit spezialgesetzlichen Anfechtungsregeln hier im Erbrecht beschäftigt. Sie erinnern sich an 2078, 2079 oder auch an die entsprechenden erbvertraglichen Regelungen. Das heißt, damit sind Sie schon im Grundsatz vertraut und selbst wenn es jetzt hier im Spezialgesetz oder in dieser Ecke sogar des Erbrechts nochmal neue Regelungen zur Frist und zur Erklärung gibt, dann bringt Sie das nicht mehr aus der Bahn. Über eine Sache haben wir aber hier noch nicht gesprochen und vielleicht haben Sie die sogar vermisst, weil Sie die normale Anfechtungsprüfung damit eigentlich beginnen. Nämlich, wie ist das denn mit dem Anfechtungsgrund? Darüber steht hier ja nichts. Im 2078, 2079 bei der Anfechtung einer letztlichen Verfügung gab es das. Hier vermissen wir es. Das Einzige, was wir finden, ist eine kleine Andeutung im 1954 Absatz 1. Ist die Annahme oder die Ausschlagung anfechtbar? So und so weiter und so fort. Gegenschluss daraus, sie wird wohl nicht immer anfechtbar sein. Trotzdem sagt uns das nicht, was die Gründe sein können, damit ich sie anfechten kann. Nun, wenn ich im speziellen Teil des Gesetzes keine Gründe finde, was liegt da näher, als die allgemeinen Gründe heranzuziehen? Und tatsächlich, genau so ist es. Im Unterschied zur Anfechtung letztlicher Verfügung haben wir keine spezialgesetzlichen Anfechtungsgründe. Das heißt, wir gehen hier zurück auf die Paragraphen 119 und 123. Inhaltsirrtum, Erklärungsirrtum, Täuschung, Drohung oder, und das hat jetzt den größten Raum an der Stelle, der Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaften. Und das Gute an der Stelle, 119 Absatz 2, das Gute an der Stelle ist, dass die Schwierigkeiten, mit denen Sie sich auch schon in Ihrer BGB-AT-Vorlesung herumgeschlagen haben bei 119 Absatz 2, die finden absolut eine Entsprechung in dem, was wir jetzt hier im Erbrecht machen. Verkehrswesentliche Eigenschaften. Sie erinnern sich, haben wahrscheinlich auch mal eine Definition dazu auswendig gelernt. Das sind so Charakteristika, die irgendwie ja, ausmachen, was es sich hier für was für eine Sache sich hier handelt, ob das, welche Farbe das hat, ob das kompatibel ist mit A, B oder C, was andere vielleicht davon halten und so weiter und so fort. Da viele von uns gerade im Erbrecht natürlich monetär motiviert sind, es geht uns darum, auch werthaltig zu erben, ist natürlich besonders interessant, wie ist das eigentlich, wenn ich mich geirrt habe im Wert des Nachlasses? Und so ähnlich haben Sie das bei 119 Absatz 2 tatsächlich eigentlich auch schon gelernt. Wie ist das? Ist der Wert auch eine verkehrswesentliche Eigenschaft? Und die Antwort war seinerzeit sehr klar und sie ist ja auch im Erbrecht in gleicher Weise klar, nein, ist er nicht. Allein, dass ich sage, Oma Erna hatte 1 Million auf dem Konto, dabei dachte ich, sie hätte nur 10 Euro auf dem Konto, das reicht nicht aus, um zu sagen,
Das ist eine verkehrswesentliche Eigenschaft. Das ist der Wert als solche. Das Einzige, was ich heranziehen kann als verkehrswesentliche Eigenschaften, sind wertbildende Faktoren. Denn der Wert selbst ist keine Eigenschaft. Das ist nur ja, ein anderer Faktor, der bei der Preisbemessung eine Rolle spielt. Aber wertbildende Faktoren können sehr wohl Eigenschaften sein. In der BGB-AT-Vorlesung haben Sie üblicherweise so ein Beispiel von irgendeinem Bild, wo Sie sich jemand geirrt hat. Es ist tatsächlich ein Van Gogh, aber der Verkäufer dachte, was er da verkauft, ist irgendwie eine billige Kritzelzeichnung vom Flohmarkt und deswegen hat er sie weit unter Wert hergegeben. Ja? Die Frage, wer dieses Bild gemalt hat, ist jedenfalls sehr stark diskutabel und gut vertretbar, das als wertbildenden Faktor anzusehen. Genau das Gleiche in Grün haben wir jetzt im Erbrecht. Auch wenn der Nachlasswert als solcher nicht berechtigt zur Anfechtung nach 119.2, ist es doch sehr wohl so, dass Sie sagen können, hoppla, wie sich dieser Nachlass zusammensetzt, das ist etwas, was ich nicht dachte. Das ist etwas, was mich überrascht, das wusste ich nicht. Da sind ja Gegenstände drin, von denen ich nie gewusst hatte. Die haben Eigenschaften, von denen ich bisher keine Ahnung hatte. Und das mag dann eine Auswirkung auf den Wert haben, aber ich darf mich eben nicht auf den Wert berufen, sondern muss mich auf diese wertbildenden Faktoren berufen. Und wenn ich das tue, kriege ich da auch tatsächlich eine Anfechtung von, in diesem Fall dann der Ausschlagung nach 119 Absatz 2 hin. So oder so, Sie kriegen das hin, diskutieren sollten Sie es aber trotzdem, weil es eine feine Trennlinie ist und im Zweifel ist Ihr Klausurfall so und manchmal auch Ihr Lebensfall so gebildet, dass er ganz in der Nähe dieser Trennlinie ist und dann hat man besser die Argumente beider Seiten sorgfältig abgewogen, statt sich irgendwie relativ blind für das eine auswendig Gelernte zu entscheiden. Wenn Sie diese Grafik sich nochmal auf eine Karteikarte aufmalen und das vielleicht nochmal wiederholen, glaube ich, sind Sie wunderbar gerüstet für das, was Sie dabei anfallen und Ausschlagung der Erbschaft erwartet. Sind wirklich keine Dinge, die man nicht lernen kann, sondern das ist etwas, was, glaube ich, in seiner Begründung und auch in der Gesetzesstruktur relativ eingängig ist. Wenn wir denn dann nun ein paar Wochen gewartet haben und alle, die da als Erben berufen worden sind, haben sich ihre Gedanken gemacht, ob sie denn nun mit dabei sein wollen oder nicht, dann konturiert sich immer klarer, ganz klar hat man es nie, weil man nie weiß, wer dann doch noch anfechten wird, aber konturiert sich immer klarer der Kreis derjenigen, die dann miteinander verbunden sind in der Erbengemeinschaft. Manchmal sagt man auch Miterbengemeinschaft, das sind einfach all diejenigen, die Erben geworden sind. Nur klarheitshalber, Vermächtnisnehmer sind da nicht mit drin, von denen sprechen wir an dieser Stelle jetzt nicht mehr, sondern wir sprechen von allen, die Erben geworden sind, und zwar auch unabhängig davon, mit welcher Quote sie Erben geworden sind. Wir haben bisher häufig Beispiele genommen, wo wir wenige Personen hatten, die zu gleichen Teilen eingesetzt worden sind. Aber es kann ja durchaus auch sein, dass da jemand sagt, meine Tochter bekommt die Hälfte und keine Ahnung, meine Söhne, derer zwei es gibt, nur jeweils ein Viertel, ist ja denkbar. Das ist für die Miterbengemeinschaft völlig egal. Alle, die irgendwie Erben sind, sind auch drin in dieser Miterbengemeinschaft. Und das ist eine Zwangsgemeinschaft und das macht es streitträchtig. Und das Kuriose ist, dass der Gesetzgeber jetzt sogar hingeht und diese Zwangsgemeinschaft auch nochmal juristisch sehr, sehr eng zusammenschnürt. Er tut das, damit da keiner ausbricht und mit dem Nachlass alleine Schindluder treibt, sondern er kettet sie alle ganz nah aneinander, damit jeder Mitspracherecht hat bei dem, was da mit dem Nachlass veranstaltet wird. Und die Regeln dazu finden Sie und schlagen Sie gerne jetzt mal auf in den Paragraphen 20, 32 folgende. Mehrheit von Erben steht drüber, Rechtsverhältnis der Erben untereinander steht drüber und dann kommt direkt der 2032. Hinterlässt der Erblasser mehrere Erben, so wird der Nachlass gemeinschaftliches Vermögen dieser Erben. Was bedeutet das? Wir greifen noch mal ein paar weitere Vorschriften heraus, bevor wir uns das dann ein bisschen strukturell einordnen. § 20.33 sagt,
Im Absatz 1. Jeder Miterbe kann über seinen Anteil am Nachlass zwar durchaus verfügen, aber Absatz 2. Über den Anteil an einzelnen Nachlassgegenständen kann er nicht verfügen. Die Hände sind mir gebunden, wenn ich Miterbe bin. 2038. Die Verwaltung des Nachlasses steht den Erben nur gemeinschaftlich zu. Sie müssen alle mitwirken. 2039. Nachlassforderungen. Wenn zum Beispiel noch wenn unsere Erblasserin Verkäuferin war und sie hatte noch eine Kaufpreisforderung offen, etwas, was sie selbst bekommen hätte müssen, die es noch nicht erfüllt, dann kann derjenige, der daraus verpflichtet ist, nach ihrem Tod nur an alle Erben gemeinschaftlich leisten. Sie erinnern sich an die Parallelregelung aus dem Recht der Gesamtgläubigerschaft. 428 sagt, bei Gesamtgläubigern reicht es, wenn ich an einen von den Gesamtgläubigern leiste, wenn ich verpflichtet bin. 2039 sagt, nein, es ist eine Zwangsgemeinschaft, die sind alle irgendwie ganz, müssen eng zusammengehalten werden. Und da geht es nicht, dass nur an einen gezahlt wird, das muss an alle gezahlt werden, 2039. Damit alle auch sehen und das Geld nicht in irgendwelchen dunklen Kanälen verschwindet. 2040. Verfügung über Nachlassgegenstände. Absatz 1. Die Erben können über einen Nachlassgegenstand immer nur gemeinschaftlich verfügen. Dabei lassen wir es an der Stelle mal kurz bewenden. Also alles geht nur gemeinsam. Man könnte es auch anders formulieren. Man könnte sagen, wenn denn immer alle mitmachen müssen und alle sind manchmal 3, aber können eben auch durchaus 12 sein, dann geht eigentlich nichts. Dann ist es ein absolut starres Gebilde, denn alle mit ins Boot zu bekommen bei irgendetwas, das ich jetzt verkaufen will oder das ich kaufen will oder Anspruch, den ich erfüllt bekommen möchte, ist wahnsinnig schwierig. Ein Testamentsvollstrecker kann helfen, aber davon darf das Gesetz jetzt hier nicht ausgehen, weil Testamentsvollstreckung nur ein Kann ist und kein Muss. Deswegen, also alle hocken da, sind gesetzlich sehr eng aufeinander bezogen. Wie nennt man das? Was wir da jetzt gerade gelesen haben. Diesen Begriff sollten Sie kennen, auch wenn er da nicht ganz klar drin steht. Das ist eine sogenannte Gesamthand. Eine sogenannte Gesamthand. Stellen Sie sich das vor wie eine Hand mit 5 Fingern und wir haben 5 Erben. Die Finger, die laufen hier irgendwo beim Handgelenk alle zusammen und keiner von den Fingern kann ausbrechen. Die anderen sind immer irgendwie juristisch mit dabei. Die müssen immer mitmachen. Sonst hat das Ganze, was da gemacht wird, juristisch keinen Bestand. Andere Fälle der Gesamthand gibt es natürlich auch. GBR zum Beispiel, 705 folgende, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder auch die Gütergemeinschaft im Familienrecht. Gütergemeinschaft ist wahnsinnig enge Bindung, heute sehr, sehr selten, dass alles vergemeinschaftet wird, was die Eheleute da so einbringen. Im Familienrecht kann der Gesetzgeber das anbieten, weil es nur eine Option ist, die auch nicht der gesetzliche Güterstand ist. Und weil er 2 Personen hat, die sich frei dafür entschieden haben, miteinander sich zu ehelichen und das Leben miteinander zu verbringen. Hier haben wir eine ganz andere Situation. Wir haben diese Zwangsgemeinschaft, deswegen muss der Gesetzgeber das darauf auslegen, dass das nachher auseinandergesetzt wird. Das finden wir und sehen es gleich auch in den 2042 folgende. Wenn ich schon zwangsweise so eng gebunden werde mit meinen Miterben, dann muss es mir möglich sein, möglichst bald aus diesem Ganzen auszubrechen und das ganze Ding aufzulösen. Gesamthand. Versuchen Sie vielleicht mal in einer privaten Arbeitsgemeinschaft Ihren Kolleginnen und Kollegen zu erzählen, was so eine Gesamthand ist. Sie können das natürlich exemplarisch machen, mit Blick auf die 2032 folgende. Sie können es auch auf einem anderen Wege tun, indem Sie sagen, was der Unterschied, was ein Komplementär-Ding ist, ich weiß nicht, wie man das nennen würde, also ein Rechtsinstitut, das gerade keine Gesamthand ist. Und das ist etwas, wo ich Ihnen nochmal ein bisschen eine Hilfestellung geben möchte, indem ich das hier nochmal aufmale. Wovon ist die Gesamthand, nicht Gesamthund, Gesamthand, zu unterscheiden von der sogenannten Bruchteilsgemeinschaft? Gesamthand versus Bruchteilsgemeinschaft. Lassen Sie mich das mal in einem
Bild darstellen. Erstmal, was wir jetzt hier haben in der Gesamthand. Wir haben ein Vermögen und da mag drin sein ein Haus, da mag drin sein ein Elektroauto, da mag drin sein Schmuck, den ich nicht zeichnen kann, und 100.000 weitere Dinge. Das wäre eine Gesamthand mit der engen gesamthänderischen Bindung, über die wir gerade gesprochen haben. Und wie man das Ganze vielleicht versuchen kann, mit einem Begriff zu belegen, ist, wir haben hier eine Situation, wo manche sagen, jedem gehört alles, wo wir ein gemeinschaftliches Vermögen haben. Und was das Besondere daran ist, wird, glaube ich, in besonderer Weise klar, wenn wir es kontrastieren mit dem, wie eine Bruchteilsgemeinschaft ausschaut. Bruchteilsgemeinschaften gibt es viele. Es gibt ein Beispiel, das besonders häufig zitiert wird. Das sind die Paragraphen 1008 folgende. Das ist das Miteigentum. Das bedeutet, nehmen wir an, ich habe ein Haus. Und ja, heute mit Tür und Fenster. Und wir haben mehrere, die sich dieses Haus teilen. Sie sollten wissen, was Miteigentum an der Stelle bedeutet. Nämlich, wir haben eine Art ideelle Teilung dieses Hauses. Von mir jetzt so eingezeichnet, als hätten wir vier Teilhaber, A, B, C und D. Das Haus wird natürlich nicht irgendwie auseinandergerissen und es ist auch nicht so, dass wir sagen, A gehört irgendwie die Nordseite des Daches und B die Südseite und C gehört das Stück mit der Tür und D das gegenüberliegende Teil des Erdgeschosses. So ist es nicht. Das ist nur ein fiktives Auseinanderziehen in prozentuale, ideelle Anteile dieses Vermögens. Also es ist Gesamthand und Bruchteilsgemeinschaft gemein, dass es nicht irgendwie real geteilt wird oder so etwas. Wie aber sieht es dann aus beim Gesamthand, bei dem gemeinschaftlichen Vermögen? Da haben wir diese Anteilsbildung nicht. Wir haben erst einmal jedenfalls die Situation, wo alles allen gehört. Was man tatsächlich natürlich auch machen kann, ist, dass man sagt, ich bin zu so und so viel Prozent an einer Erbschaft beteiligt. Das steht im 2033 Absatz 1 drin. Insofern könnte ich theoretisch sogar auch hier eine ähnliche Teilung machen. Sogar auch über Gegenstandsgrenzen hinweg und kann dann meinen Nachlassteil veräußern. Und diese Teilung, die geht dann vielleicht sogar auch über die Gegenstandsgrenzen hinweg. Und jetzt ist unser Bild mit Blick auf die Bruchteilsgemeinschaft aber noch unvollständig, denn 1008 ist die dingliche Seite. Es gibt tatsächlich auch schuldrechtliche Regeln dazu und das sind die 47 folgende. Da steht Bruchteilsgemeinschaft drin. Da könnten Sie jetzt nochmal kurz aufschlagen. Geht ins Schuldrecht zurück, aber ein bisschen Inselwissen verknüpfen schadet an der Stelle ja auch nicht. Und da steht drin, steht ein Recht mehreren gemeinschaftlich zu, so finden die nachfolgenden Vorschriften Anwendung. Und das, Sie können das mal in Kommentaren, Lehrbüchern nachschauen, was der Unterschied ist zwischen diesen beiden Formen des Eigentums. Aus meiner Sicht, also in vielen Büchern habe ich es nachgelesen und es ist mir nicht ganz klar. Es ist keine Definition gewesen, die ich irgendwie für mich einleuchtend fand. Aber eine Sache, finde ich, kann man sich relativ gut einprägen und die knüpft unmittelbar glücklicherweise am Wortlaut der 741 an. Da steht nämlich drin, steht ein Recht mehreren gemeinschaftlich zu. Und das schreibe ich jetzt hier mal drunter. Das gehört natürlich zur Bruchteilsgemeinschaft. Gemeinschaftliches Recht. So, wo ist jetzt hier die Unterscheidung? Das tue ich mal grün einrahmen. Vermögen versus Recht. Das ist, wie ich finde, der sprechendste Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Vermögenszuordnung. Bei der Bruchteilsgemeinschaft, wie sie zum Beispiel das Miteigentum der Fall ist, ich kann bei in beiden
Kategorien kann ich Teilungen vornehmen, ideelle Teilungen vornehmen. Aber bei der Bruchteilsgemeinschaft habe ich ganz konkret einen Gegenstand, der mehreren Leuten gehört. Und das habe ich nicht bei der Erbengemeinschaft. Bei der Erbengemeinschaft, wie auch natürlich zum Beispiel bei der Gütergemeinschaft, die ich eben als weiteres Gesamtheitsbeispiel benannt habe, geht eine ideale Teilung über die Grenzen einzelner Gegenstände hinweg. Und es handelt sich eben nicht um einen gemeinschaftlichen Gegenstand, der im Eigentum von einem oder mehreren stehen kann, sondern es ist eine Vermögensgesamtheit. Und diese Gesamtheit eines Vermögens, die wird von der Gesamthand gehalten. Wenn Sie irgendwie, schreiben Sie mir gerne in YouTube-Kommentare drunter, wenn Sie ein weiteres Kriterium benennen wollen, das ich jetzt vielleicht sogar nicht erwähnt habe, dass diese beiden Sachen voneinander unterscheidet. Aber es ist vieles bei diesen beiden Kategorien gleicher, als man denkt. Und das mit dem gemeinschaftlichen Vermögen versus gemeinschaftliches Recht ist für mich irgendwie klarer, weil es mir in jedem Zweifelsfall ermöglicht, wenn ich mal ein anderes Institut habe, von dem ich jetzt hier nicht sprechen möchte, dass ich dann jeweils überlegen kann, in welche dieser beiden Schubladen gehört das. Für uns von Bedeutung ist es insoweit, als wir, anders als man vielleicht zunächst denkt, die 741 folgende nicht unmittelbar auf das Recht der Gesamthand anwenden können. Denn dieses steht ein Recht mehreren gemeinschaftlich zu, das gilt eben nur für solche Fälle wie das Miteigentum. Wir werden nachher sehen, einzelne Vorschriften aus den 741 folgenden werden doch auch für die Gesamthand angewendet. Aber dann nur, wenn sie explizit aus den 2032 rausverwiesen werden. Ansonsten bleibt das ein ganz eigenes Regelungsregime. Und wie Sie jetzt vielleicht zum Schluss nochmal im Überblick sehen könnten, zum Beispiel diese Regeln über die gemeinschaftliche Verwaltung 744, so etwas, das brauchen wir nicht. Da haben wir eigene Regeln hinten in den 2032 folgenden. Schwieriges Terrain, aber ich kann Ihnen das nicht ersparen und hoffe damit ein bisschen den Zugang für Sie vereinfacht zu haben dazu, was es mit eben dieser speziellen Konstrukt einer Gesamthand auf sich hat. Wiederholen Sie es, erklären Sie sich es gegenseitig in der privaten Arbeitsgemeinschaft und merken sich ansonsten zumindest als absolutes Mindestpensum, das Sie hier mitnehmen sollten, ein, dass diese Gesamthandsgemeinschaft im Unterschied zur Bruchteilsgemeinschaft einfach wahnsinnig unbeweglich ist. Sie kann eigentlich, weil je mehr Leute da drin sind, desto weniger können die Leute machen, weil alles irgendwie der Zustimmung von allen bedarf. Und jeder Grundsatz hat dann leider allerdings auch eine Ausnahme. Und das ist tatsächlich dann aber auch das Letzte in diesem Bereich, mit dem ich Sie behelge. Es ist etwas, was ich jetzt der Vollständigkeit halber anfüge. Es ist Rechtsprechungswissen, das sowieso ein bisschen vielleicht fernab von dem ist, was ich studiere, aber ich möchte Sie auch für Ihre spätere Praxis mal davor bewahren, dass Sie dann das Gesetz, was Sie jetzt hier lesen, was wir eben auch schon angeschaut haben, zu sehr beim Wort nehmen. Ich möchte Sie noch hinweisen auf eine Schwierigkeit, die sich aus dem 2038 ergibt. Doch dazu mache ich Ihnen eine Folie nochmal. Schreibe drüber Nachlassverwaltung. Den Grundsatz haben Sie ja eben schon mitgenommen. 2038 Absatz 1 Satz 1. Die Verwaltung des Nachlasses steht den Erben nur gemeinschaftlich zu. Das heißt, wenn wir da mehrere Kinder haben, die haben von Papa und Mama irgendein Haus geerbt, dann müssen die im Zweifel auch einen Schlüssel haben oder hinterlegen, in einem Banksafe oder sowas, wo sie nur alle gleichzeitig dran können oder sowas, da darf im Grunde genommen niemand irgendetwas dran verändern in dem Haus. Und wenn Sie mal in erbrechtliche, vielleicht im Praktikum in erbrechtliche Fälle reinschauen, dann wissen Sie, wo das nicht beachtet wird, da wird's auch, fängt das große Misstrauen an und da wird es für die Leute wahnsinnig schwierig, weil es dann heißt, da lag doch ursprünglich was, du hast den Schlüssel gehabt und das ist jetzt weg. Und dann beginnen die Vorwürfe, dann beginnen vielleicht die Auskunftsansprüche, dann fängt jemand an, jemand anders bei der Staatsanwaltschaft anzuzeigen und eidesstattliche Versicherung zu verlangen. Das macht alles überhaupt gar keinen Spaß. Also als Juristin vielleicht schon, das von außen zu betrachten, weil es einem viel über Menschen irgendwie erzählt, aber es ist für die Beteiligten natürlich ein Riesendrama. Das ist der Grund, weswegen 2038 Absatz 1 Satz 1 an der Stelle jetzt sehr, sehr hart ist.
Jetzt lesen wir nochmal weiter. Jeder Miterbe, Satz 2, ist den anderen gegenüber verpflichtet, zu Maßregeln, also zu Maßnahmen mitzuwirken, die zur ordnungsgemäßigen Verwaltung erforderlich sind. Zweiter Halbsatz. Die zur Erhaltung notwendiger Maßregeln kann jeder Miterbe ohne Mitwirkung der anderen treffen. Also, vielleicht erinnert sich das ein bisschen an das Sachenrecht, an die notwendigen Verwendungen, 994 BGB, so etwas. Wenn es am Dach reinregnet, dann ist relativ klar, da muss schnell gehandelt werden, da können wir nicht abwarten, bis alle Erben mitziehen. Das wären die notwendigen Maßregeln. Wenn es nur um ordnungsgemäße Verwaltung geht, dann sagt der Satz 2, Halbsatz 1, dann müssen alle anderen mitmachen. Und diesen Grundsatz, den hat der BGH ein bisschen aufgeweicht. Und damit das irgendwie für Sie handhabbar ist, möchte ich das mal in einem Grafikbaum für Sie niederlegen. Wir haben da eine Maßnahme, die schreibe ich jetzt ganz nach links. Die war notwendig zur Erhaltung, Stichwort Dach regnet rein. Wenn ja, was ist dann? Wenn nein, was ist dann? Bei ja können wir direkt ein Häkchen dran machen. Und zwar wegen 2038 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2. Das ist relativ klar. Jetzt geht es weiter. Wenn es nicht oben reingeregnet hat, es war also nicht notwendig zur Erhaltung, es war nur ordnungsgemäße Verwaltung. Da musste zum Beispiel, hat ein Mieter gekündigt und da musste jetzt jemand neu ausgesucht werden, so etwas. Nächste Frage dann jetzt hier. War es denn erforderlich zur ordnungsgemäßen Verwaltung? Wieder machen wir hier ein Ja und ein Nein. Wenn nein, können wir direkt ein rotes Kreuz dran machen, denn dann können wir aus dem 2038 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 schon entnehmen, da müssen die anderen nicht mitmachen, das dürfen sie verweigern. Da können sich natürlich alle private Autonomen darauf einigen, wenn alle mitziehen, aber ansonsten ist es etwas, wo die Vorschrift gewissermaßen aufhört. Das ist einfach nicht freigegeben. Halbsatz 1. Jetzt gehe ich aber mal weiter. Wir sagen, ja, grundsätzlich erforderlich zur ordnungsgemäßen Verwaltung. Da würden wir auch in diesem 2038 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 grundsätzlich davon ausgehen, ja, das ist schon möglich, aber nur, wenn alle mitwirken. Und auf diese Mitwirkung habe ich einen Anspruch, aber diesen Anspruch, wenn ich nur einen Anspruch habe, muss ich den im Zweifel sogar durchklagen. Und hier macht unser lieber BGH jetzt eine Unterscheidung, die nicht mehr im Gesetz drinsteht oder jedenfalls nicht aus dem Gesetz klar rauszulesen ist. Er fragt nämlich, war das Ganze hier eine gravierende Maßnahme? Und gravierend bestimmte insbesondere auch mit dem Blick auf den Wert, ob der Wert des Vermögens, des Nachlassvermögens da irgendwie beeinträchtigt wird. Wenn das eine schwerwiegende Sache war, jetzt kann ich wieder ein Ja und ein Nein machen an dieser Stelle. Und vielleicht auch den Wert ein bisschen nach unten gezogen hat, dann ist, glaube ich, sonnenklar, dann geht das so nicht, beziehungsweise ich müsste sagen, Klage auf Mitwirkung erforderlich. Und das ist natürlich wahnsinnig umständlich. Ich schreibe das unten auch nochmal hin. Das ist eigentlich dasselbe, was dabei rauskommt. Klage auf Mitwirkung. 2038 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1. Wie ist es aber, wenn es keine gravierende Maßnahme war?
Dann sagt der BGH tatsächlich, Mehrheitsentscheid der Erben. Hoppla, sagen Sie. Wie kommt denn der BGH darauf? Steht hier irgendwas in 2038 Absatz 1 Satz 2 drin von, wenn es denn nicht gravierend ist, dann müssen die, dann können die Erben per Mehrheit entscheiden. Und ich, das heißt ja, wenn ich per Mehrheit entscheiden kann, dann heißt es, ich muss nicht die Unwilligen noch verklagen, was sehr, sehr umständlich ist. Ja, der BGH macht hier einen kleinen Trick. Und da schließt sich gewissermaßen der Kreis. Lesen Sie mal in Paragraph 2038 Absatz 2. Da steht drin, bestimmte Vorschriften aus dem Recht der Bruchteilsgemeinschaft, die wir hier eigentlich nicht haben, finden Anwendung. Und dazu gehört zum, insbesondere Paragraph 745. Gehen Sie jetzt mal in den 745 rein. Der sagt, Absatz 1, durch Stimmenmehrheit kann eine der Beschaffenheit des gemeinschaftlichen Gegenstandes entsprechende ordnungsgemäße Verwaltung und Benutzung beschlossen werden. Interessant. Also, das geht über 2038 Absatz 2, Satz 1 mit 745 Absatz 1. Das ist sehr, sehr bemerkenswert. Was spricht dafür, dass der BGH so macht? Naja, dieser Verweis ist da. Auf der anderen Seite könnte man sagen, die verwiesenen Paragraphen aus dem 2038 Absatz 2, die sollten auch nur insoweit Anwendung finden, als in 2038 selbst nicht was Spezielleres geregelt ist. So könnte man das als Streit aufbauen und der BGH hat dafür auch tatsächlich Kritik erfahren. Wichtig ist aber tatsächlich zu wissen, dass der 2038 Absatz 1, wie man ihn isoliert liest, an der Stelle tatsächlich eine deutliche Einschränkung erfahren hat. Und zwar kurioserweise durch einen Verweis in das eigentlich allgemeinere und hier gar nicht auch unmittelbar passende Bruchteilsgemeinschaftsrecht. Muss man wissen, viel mehr will ich Ihnen dazu nicht sagen. Ein paar Beispiele, wo der BGH das tatsächlich dann hat durchgehen lassen, habe ich in die Notizen reingeschrieben. Also zum Beispiel immerhin war da im Nachlass, waren da mehrere Immobilien drin, unter anderem ein kleines Ferienhäuschen. Und das hat also hat die Mehrheit der Erben einfach so mal verkauft, gegen den Willen der anderen Erben. Hat den Substanzwert des Nachlasses nicht beeinträchtigt, BGH hat es passieren lassen. Oder Kündigung einer Grundstücksmiete, weil der Mietzins irgendwie unwirtschaftlich war. Da, finde ich, kann man es noch besser verstehen. Da könnte man, ja, zur Erhaltung ist es eigentlich auch nicht, ja, aber da kann man eher noch sagen, das ist eine Frage der ordnungsgemäßen Verwaltung. Ja, das sicherlich dann schon, aber auch da eigentlich Klage auf Mitwirkung. Ich finde es, glaube ich, ja, strukturell nicht besser begründbar. Fällt mir nur leichter, irgendwie das hinzunehmen, dass der BGH da eine Pirouette geschlagen hat. Oder der Fall vom OLG Koblenz, dass ich ein kleines Grundstück verkauft habe. Da sehen Sie, ob man jetzt Sympathie hat oder Antipathie für diese entsprechende Rechtsprechung. Da hängt auch ein bisschen dafür ab, an wen geht das dann, unter welchen Umständen. Ja, Sie wissen jetzt die Einschränkung des 2038 unmittelbar, beziehungsweise die Erweiterung der Möglichkeiten der Mehrheit über die Brücke des Absatz 2 in Verbindung mit 745 ungefähr einzuordnen. Schließlich wichtig, wir sprechen hier erst einmal nur über Verpflichtungsgeschäfte, also über Kaufverträge. Wenn der Kaufvertrag als solcher Bestand ist, muss er natürlich auch erfüllt werden. Trotzdem, auch diese Erfüllung kann dann noch schwierig werden, denn dafür gilt dann jetzt im Erbschaftsgemeinschaftsrecht der eben schon besichtigte 2040. Da geht es über die Verfügung über Nachlassgegenstände und da müssen dann tatsächlich doch alle mithelfen. Da gibt es keinen Verweis in 2040 auf den 745. Das heißt, es kann sein, dass wir den Kaufvertrag dann mit der Mehrheit der Erben oder den Verkaufsvertrag mit der Mehrheit der Erben beschließen und auch rechtswirksam schließen können. Das also aber zur Erfüllung dieses Kaufvertrags, zur Verfügung über das entsprechende Ferienhäuschen oder was auch immer, dann doch eine Klage auf Mitwirkung auch der anderen Erben geboten ist. Sie sehen an Falltypus, glaube ich, schon, was das hier für wunderschöne und abgefahrene und auch sicherlich in der Praxis sehr, sehr langdauernde Fälle sind. Aber so ist das eben, wenn viel vererbt wird, dann gibt es an der Stelle tatsächlich auch viel Streit. Und das passiert insbesondere dann, wenn Erbengemeinschaften den Versuch unternehmen,
für einige Zeit noch mal ein bisschen zu wirtschaften. Das bedeutet, sich nicht sofort auseinanderzusetzen, sondern erst einmal in dieser Erbengemeinschaft noch freiwillig verbunden zu bleiben. Manchmal geschieht das schlichtweg, weil zu viele Erben da sind. Stellen Sie sich vor, Sie haben manchmal auch eine Erbengemeinschaft in mehrfacher Stufung. Da sind erstmal vielleicht 4 Kinder da und die sind gemeinsam verbunden in einer Erbengemeinschaft. Dann stirbt, bevor sie auseinandergesetzt wird, eines der Kinder und zieht wiederum 4 Erben nach sich. Auf einmal ist sie größer geworden. Dann passiert das mit einem zweiten der ursprünglichen Erben und auf einmal wird diese Erbengemeinschaft nicht mehr handhabbar. Wenn man sie also nicht zügig auseinandersetzt, dann wird sie irgendwann riesengroß und dann bleibt sie als solche bestehen. Das führt dazu, dass wir heute teilweise auch große Unternehmen haben, die in Erbengemeinschaft geführt werden. Oder was Ihnen vielleicht sogar mal passiert ist, bei mir war das seinerzeit als Student so, ich habe eine sehr, sehr kleine Wohnung angemietet, ich glaube 15,26 Quadratmeter, wenn ich mich recht erinnere, damals zum Preis von 157 Euro. Das waren noch Zeiten, monatlich. Und meine Vermieter war eine Erbengemeinschaft. Ob die sich verstanden haben, weiß ich nicht, aber das ist manchmal so, dass man sich entscheidet, noch diesen Weg zu gehen. Und je länger dieser Weg natürlich ist, dann wird es natürlich auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es irgendwann ausfasert in die nächste Generation oder dass irgendwann mal ein Streit kommt und dass der dann nach diesen Regeln gelöst werden muss. Manchmal kommt es allerdings auch anders und eigentlich hat der Gesetzgeber es so vorgesehen, dass es anders kommt, nämlich weil es eine Zwangsgemeinschaft ist, der Wunsch, den darin zwangsverheirateten Menschen dann die Gelegenheit zu geben, tatsächlich sich auch zügig auseinanderzusetzen. Und auch die Regeln wollen wir an der Stelle uns nochmal anschauen. Sie stehen glücklicherweise direkt hinter dem, was wir uns gerade angesehen haben, nämlich in den Paragraphen 20, 42 folgende. Das Wichtigste vorneweg, 2042 Absatz 1, jede Miterbin kann jederzeit die Auseinandersetzung verlangen, soweit nicht einer der in den folgenden Paragraphen geregelten, tatsächlich aber auch eher seltenen Ausnahmefällen greift. Und wiederum Absatz 2, ein Verweis in das Recht der Bruchteilsgemeinschaft 749 bis 758 finden Anwendung. Hat der Gesetzgeber sich gespart, hat er gesagt, wir sind hier keine Bruchteilsgemeinschaft, aber es gibt Parallelen, also verweisen wir einfach nach vorn. Wie läuft so eine Auseinandersetzung ab? Das male ich Ihnen auf und das wird jetzt hier eine relativ einfache Grafik. Ich schreibe Auseinandersetzung drüber. Und kann Ihnen glücklicherweise sagen, dass Sie sich diese 3 Schritte merken können mit dreimal dem Buchstaben V. Also wenn Sie wollen, können Sie noch hier 3 Schritte drüber machen. Das sind die 3 Vs, eine Merkhilfe, vielleicht können Sie es aber einfach so merken. Und da können wir jetzt viel von dem abgrasen, was wir uns längst angeschaut haben. Erster Schritt ist Vorausvermächtnisse. Die Hausnummer kennen Sie noch, 2150. Das ist das, was vor der Verteilung ausgeschieden werden soll. Ist, glaube ich, brauche ich nicht mehr dazu zu sagen und ist auch der Sache nach klar, warum das ganz vorne stehen sollte. Könnten Sie sich, wenn Sie dürfen, an den 2042 dran kommentieren, was es der erste Schritt ist. Dann kommt etwas, was auch ein V trägt, nämlich Verbindlichkeiten. Die Hausnummer dafür können Sie jetzt direkt sehen, ist der 2046. Aus dem Nachlass sind zunächst die Nachlassverbindlichkeiten zu berichtigen. Und wenn die Verbindlichkeit noch nicht fällig ist, muss eine Rückstellung gebildet werden für das, was dann irgendwann mal fällig wird. Ist, glaube ich, auch klar, warum das so sein soll. Das Fell des Bären soll nicht verteilt werden, bevor nicht geschaut wird, was an Schulden zu bezahlen ist. Das soll erstmal weggehen. Und dann kommt natürlich der auch gewichtigste Schritt, das dritte V, das ist die Verteilung.
Man kann auch sagen, die Resteverteilung, aber dann hätten wir ein R statt einem V, dann wäre das nicht mehr so schön. Das sehen Sie zunächst mal, schreibe ich Ihnen jetzt die Hausnummer darüber, darunter, 2047 ist die nächste Vorschrift an der Stelle. Der nach der Berichtigung der Nachlassverbindlichkeiten verbleibende Überschuss gebührt den Erben natürlich nach dem Verhältnis der Erbteile. Keine Frage, wer ein größeres Erbteil hat, bekommt einen entsprechenden wertmäßig größeren Anteil. Was Sie dann noch im Blick haben dürfen, ist das, was Sie eben schon gesehen haben, nämlich der 2042 Absatz 2. Unter den 2047 oder darüber, weil Sie das sonst hier nicht sehen können. Nee, ich schreibe ein F dahinter, 2047 folgende. Dann haben Sie nämlich an der Stelle direkt noch die Teilungsanordnung mit drin, die wir ja eben schon nochmal in der Wiederholung uns angeschaut hatten. Da wissen Sie jetzt auch hier bei der Verteilung kommt das natürlich, kommt dem eine Rolle dazu. Das war das andere zum Vorausvermächtnis, also ein Teil, wo ich sage als Erblasser, das Auto oder das Haus soll X oder Y bekommen. Das ist innerhalb der Quoten, sollen diese Gegenstände von mir als Erblasser schon vorgesehen hier oder dort landen. Also 2047 F. Deswegen. So, und jetzt gehe ich hier weiter und schreibe den 2042 Absatz 2 hin. Das ist der Verweis jetzt in das Recht der Bruchteilsgemeinschaft, die wir schon gesehen hatten. Und da gehe ich jetzt mal insbesondere in die Paragraphen 752 folgende. Und wir gehen mal kurz in diese Vorschriften rein. Dann sehen Sie, dass Sie davor keine Angst haben müssen. Ist eine weitere Insel des BGB, die Sie dann unter Terra Cognita verbuchen können. 752 sagt Ihnen, was wir zunächst haben wollen, ist eine Teilung in Natur. Stellen Sie sich vor, wir haben drei Erben und wir haben einen Betrag von 60.000 Euro, der da nach Berichtigung der Schulden übrig bleibt. Klar, es ist nur Bargeld da. Natürlich kann jeder dann ein Häufchen vor sich machen von 20.000 Euro und kann damit von dann ziehen. Wunderbar, 752. Geht natürlich nicht immer so einfach, deswegen eine Vorschrift weiter, 753. Wenn die Teilung in Natur ausgeschlossen ist, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Grundstück, könnten Sie natürlich, wenn es unbebaut ist, auch noch in Natur teilen, ja, das wäre denkbar. Aber stellen Sie sich vor, alleiniger Nachlassgegenstand ist, keine Ahnung, ein Häuschen oder ein Häuschen plus ein Auto, sowas, dann können Sie das nicht mehr irgendwie gleichmäßig in Natur teilen. Dann sagt der 753, dann müssen wir es halt verkaufen. 753 sagt, ist Teilung in Natur ausgeschlossen, erfolgt die Aufhebung der Gemeinschaft durch Verkauf des gemeinschaftlichen Gegenstands nach, wichtig, den Vorschriften über den Pfandverkauf. Bei Grundstücken durch Zwangsversteigerung und dann Teilung des Erlöses. Pfandverkauf, habe ich Ihnen in den Notizen reingeschrieben, ist der Ihnen aus dem Sachenrecht schon bekannte Prozess der Paragraphen 1233 folgende. Können Sie auch mal kurz aufblättern. Steht der Besichtigungstropfen hüllt den Stein. Da sehen Sie, es muss erst angedroht werden, dann wird es öffentlich versteigert, nicht irgendwie, sondern öffentlich versteigert, bekannt gemacht und so weiter und dann versilbert. Und bei Grundstücken durch Zwangsversteigerung, und die Zwangsversteigerung, so viel sollten Sie wissen, geht nach einem eigenen Gesetz, dem ZVG, dem Zwangsversteigerungsgesetz, habe ich Ihnen aber in den Notizen auch reingeschrieben. Jetzt gehen wir mal gedanklich wieder zurück zu den 2042 folgende. Sie haben gesehen, 2042, wenn die anderen nicht mithelfen wollen, mitmachen wollen, dann kann ich sie darauf verklagen. Es gibt also eine sogenannte Erbauseinandersetzungsklage. Und dann sehen Sie, haben wir jetzt diese Verteilungsvorschriften in den 2047, 48 erstmal nur besichtigt. Der ganze Abschnitt geht aber noch weiter, der ganze Untertitel geht noch weiter bis 2057a. Und aus dem, was da jetzt noch kommt, können Sie vieles in der Flughöhe, in der wir jetzt unterwegs sind, da Sie keine siebenstündige Vorlesung zum Erbrecht besucht haben, können wir das außen vor lassen und kann ich Sie beruhigen. Ich will nicht alles hier unterteilen in examensrelevant und nicht examensrelevant, aber die Detailkenntnis ist an der Stelle wirklich nicht mehr gefragt. Mit einem großen Aber.
Es gibt hier noch eine Vorschrift, die gehört wahrscheinlich zu den meist übersehensten, wenn sie mal in einer Klausur drankommt. Sie gehört aber auch zu den meist übersehenen in der Praxis von denjenigen, die sich vielleicht nicht als Spezialisten regelmäßig als Fachanwälte mit dem Erbrecht befassen, sondern die sich einfach nur im Testament befassen und dann die Grundzüge des Erbrechts sich anschauen, so wie wir es bisher gemacht haben. Und diese Vorschrift, mit der möchte ich Sie dann doch noch kurz bekannt machen, das ist nämlich der Paragraph 2050. Sie könnten sich den, ich habe das digitale Bild jetzt schon weggenommen, aber Sie könnten sich das sonst da auch nochmal zu den 2047 folgende irgendwie dazu schreiben. 2050. Den führen wir uns doch jetzt nochmal ausführlich zu Gemüte. Und ich betone das so, weil ich denke, der wird, so als angehende Juristinnen und Juristen, haben sie schon ein gutes Judiz entwickelt. Und so ging es mir seinerzeit auch. Und bei viel von dem, was wir jetzt im Gesetz so lesen, soll es ja auch so sein, dass wir nachher innerlich mit dem Kopf nicken und sagen, ja, das hätten wir erwartet, dass im Gesetz drinsteht. Das entspricht unserem Judiz, das wir jetzt auch durch das Studium gebildet haben. Was wir jetzt in 2050 lesen, ist für die meisten von uns wahrscheinlich überraschend. Also, Abkömmlinge, sagt 2050 Absatz 1, die als gesetzliche Erben zur Erbfolge gelangen, sind verpflichtet, dasjenige, was sie von dem Erblasser bei dessen Lebzeiten als Ausstattung erhalten haben, bei der Auseinandersetzung untereinander zur Ausgleichung zu bringen, wenn der Erblasser nichts anderes angeordnet hat. Absatz 2 können wir übergehen. Andere Zuwendungen, sagt der Absatz 3, sind nur bei entsprechender Anordnung des Erblassers zu ausgleichen zu bringen. Also lassen wir uns den 2050, der etwas technisch formuliert ist, nochmal auf der Zunge zergehen. Und diesmal vereinfache ich ein bisschen, was ich lese. Wenn ich gesetzliche Erbfolge habe, also die Kinder der Verstorbenen sind die Erben, und kommen auch als gesetzliche Erben zur Erbfolge. Kann man sich fragen, ob das auch gilt, wenn sie testamentarisch nochmal eingesetzt werden. Das lassen wir an der Stelle jetzt nochmal außen vor. Dann sind sie verpflichtet, das sich anrechnen zu lassen, was sie zu Lebzeiten des Erblassers als Ausstattung erhalten haben. Unbekannt wird Ihnen an der Stelle noch der Begriff der Ausstattung sein, aber Sie werden vielleicht ahnen, was damit gemeint ist. Das sind größere Investitionen, insbesondere die Eltern ihre Kinder erbringen. Stellen Sie sich vor, da gibt es Eltern, die zum 18. Geburtstag ihrer Tochter ein Auto schenken, ein kostbares Instrument schenken. Sie ist zum Beispiel irgendwie begeisterte Cellistin oder so etwas. Ich weiß nicht, ob Stradivari Cellos produziert hat, ja, aber irgendwie wird da was wieder tief ins Geldsäckel gegriffen und das wird irgendwie der Tochter mitgegeben. Oder auch, es sind besondere Aufgaben, die über das normale Maß hinausgehen an Berufsausbildung, ja, wo ich sage, ja, du bist schon fertige Juristin, aber das LLM-Studium in den USA, weiß ich, kostet mit allem Drum und Dran und Lebenshaltungskosten 100.000 Euro, jedenfalls so, liebes Kind, wie du bisher gelebt hast, da bekommst du was und das bekommen die anderen nicht. Oder letztes Beispiel, vielleicht der klassische Fall einer Ausstattung, Kind verheiratet sich und die Eltern geben mehr noch als das gute Geschirr mit, sondern auch irgendwie nochmal investieren, zum Beispiel kräftig in den Hausbau oder so etwas. Da sagt der 2050 Absatz 1, das ist auszugleichen. Und zwar, und deswegen ist das Ganze so bemerkenswert, unabhängig von all dem, was wir im Testament drin lesen, beziehungsweise in der gesetzlichen Erbfolge gibt es dann ja kein Testament, aber unabhängig dann von dem, was die 1924 so anordnen. Vom Telos her glaube ich irgendwie nachvollziehbar, weil wir ja nicht wollen, dass durch lebzeitige Geschenke die Erbfolge, wie sie gewillkürt bzw. dann im Gesetz feststeht, unterlaufen wird. Trotzdem etwas überraschend, gerade vielleicht auch von der Anlage jetzt dieser und anderer Erbrechtsvorlesungen auch, dass wir zu einem Zeitpunkt, wo längst wir uns Gedanken gemacht haben darüber, wie die Aufteilung laufen soll und die Erbteile festgezogen haben, sagen zum Beispiel diese beiden Schwestern, die sollen jeweils beide die Hälfte bekommen. Da wird ganz am Ende der Verteilung wird nochmal gesagt, hoppla, aber du hast zu Lebzeiten des Erblasses schon mal 200.000 Euro vorab bekommen. Das lass dir abziehen.
Das lasst ihr, das heißt, das wird dann wieder rausgenommen. Das wird wirtschaftlich, läuft diese Ausgleichungspflicht so, dass der andere Teil das entsprechend mehr bekommt. Und dabei wird das, ist das Gleiche, wie wenn ich so tun würde, als ob das wieder zurück in die Erbmasse reingerechnet und dann neu verteilt wird. Also es ist für diejenigen, die zu Lebzeiten der Erblasse etwas bekommen, ist das ein manifester Nachteil, der ihnen dann bei der Verteilung des Nachlasses entsteht. Ich habe es jetzt, glaube ich, genug betont. Nehmen Sie vielleicht sogar auch diese Vorschrift in 2050 nochmal mit in Ihre private Arbeitsgemeinschaft. Lesen Sie vielleicht auch im Lehrbuch oder im Kommentar nochmal ein paar Fälle dazu nach. Es ist etwas, was irgendwie so ein bisschen das dicke Ende ist für diejenigen, die sich vielleicht mit dem Testament in der Hand schon ausgerechnet haben, was jetzt alles in ihr Portemonnaie reingeht. Da darf man diese Vorschrift tatsächlich nicht vergessen. Ja, und wenn dann verteilt ist, dann ist die Erbengemeinschaft weg. Dann ist mit Abschluss der Verteilung der Erlös ausgekehrt, dann ist natürlich kein Vermögen mehr da. Und wenn wir die Gesamthand von ihrem Beginn an so definiert haben, dass wir gesagt haben, die Gesamthand ist ein rechtliches Konstrukt zur Eignung und Verwaltung gemeinschaftlichen Vermögens, dann glaube ich, ist auch gut verständlich, dass in dem Moment, wo das Vermögen weggegangen ist, dass dann tatsächlich auch die Erbengemeinschaft aufgelöst und weg ist. So soll es sein nach der gesetzlichen Idee. Wie gesagt, die Praxis geht in vielerlei Hinsicht dann doch ein Stück weit davon ab. Damit sind wir eigentlich im engeren Sinne durch mit dem Thema für heute, nämlich mit den Regeln, nach denen Miterben miteinander umgehen sollen und können. Es bleibt allerdings jetzt für die letzten 10 Minuten noch ein Sonderthema, das eine Schnittstelle hat zum Gesellschaftsrecht. Und das ist ein Thema, was aus meiner Sicht hier am besten passt, denn wir werden in der nächsten Woche übergehen zum Pflichtteilsrecht. Das sind nochmal anders gelagerte Ansprüche, die von ganz außen an die Erben herangetreten werden, von denjenigen, die enterbt wurden. Jetzt sind wir an der Stelle, wo wir eigentlich die Erbfolge als solche gelöst haben, weil wir wissen, wer die Erben sind und wie das Ganze verteilt wird. Aber wenn wir ein gesellschaftsrechtliches Konstrukt dazu ziehen, gibt es immer noch mal ein gewisses Reservoir an Sonderproblemen oder an besonderen Möglichkeiten, wie auch da eine Nachfolge abgewickelt werden kann. Deswegen dieses Sonderthema an dieser Stelle jetzt zum Schluss platziert. Nachfolge in Personengesellschaften insbesondere. Wenn Sie irgendwie Aktien übergehen, dann sind das Rechte, die können übergehen wie andere auch, oder bei einer GmbH kann man sich natürlich auch über die Gesellschaftsdarstellung Gedanken machen. Aber bei Personengesellschaften hat das Ganze eine besondere rechtliche Finesse, weil es da verschiedene Konstruktionsmöglichkeiten gibt. Und das Ganze wird ganz aktuell noch dadurch aufgewertet, dass wir neue Gesetzgebung haben, nämlich das sogenannte MOPEG oder Modernisierungspersonengesellschaftengesetz, so würde man es wohl irgendwie zusammenfassen, das bereits verkündet im Gesetzblatt ist, im Bundesgesetzblatt, auch schon seit einigen Monaten, das aber erst zu Anfang 2024 in Kraft tritt. Und diesen Hinweis, während ich Ihnen den sage und schon mal hier meine Folie anlege dazu, nutzen Sie diesen Hinweis nicht, dass das Ganze erst in knapp 2 Jahren gilt, um sich damit zu beruhigen und sich zu sagen, naja, dann ist das erstmal nicht relevant. Denn das neue Recht ist erst dann relevant, aber das bedeutet auch das alte Recht, dafür haben die Prüfungsämter dieser Republik jetzt eben nur noch 1,5 Jahre, um das alte Recht in die Prüfungen reinzuschieben. Und da liegen manchmal Klausuren auf Halde, die noch nicht gestellt wurden und die müssen jetzt weg. Also das ist sowohl vom alten als auch vom neuen Recht für Sie ein wichtiges Thema und deswegen schauen wir uns jedenfalls die grundlegende Konstellation jetzt mal an. Es ist auch gar nicht so schwer. Zunächst einmal zeichne ich Ihnen die Situation auf. Stellen Sie sich vor, wir haben hier eine GbR. Das ist hier der GbR auf der linken Seite, der GbR Gesellschafterversammlungstisch. Ja. Da haben wir jetzt verschiedene Gestalten sitzen. Das sind unsere Gesellschafter. Und dann gibt es den einen, den male ich schwarz. Das ist derjenige, vielleicht mache ich noch ein kleines schwarzes Kreuz daran. Das ist derjenige, der jetzt hier verstorben ist. Und dann haben wir auf der anderen Seite eine Gruppe von Erben,
Vielleicht schreibe ich auch nochmal Erben daneben. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was geht da jetzt in dem Moment, wo unser Erblasser, den nennen wir ihn T, wie, sieht so ähnlich aus wie das Kreuz, ja, also Erblasser schreibe ich drüber, drunter, wenn der verstirbt. Da sind ja jetzt verschiedene Möglichkeiten denkbar. Es wäre denkbar, dass der einfach weg vom Tisch ist und die Erben bleiben völlig davon getrennt. Es wäre denkbar, dass alle unsere Erben, so wie sie da stehen, einrücken irgendwie in diese Gesellschaft. Es wäre denkbar und ist vielleicht auch dann mit das Häufigste, dass man darüber nachdenkt, ob nicht vielleicht einer der Erben auserkoren sein sollte. Und dann irgendwie in die Gesellschaft eintreten kann. Vielleicht zeichne ich der Vollständigkeit halber in diese Richtung auch nochmal einen Pfeil 1922, denn das verbindet natürlich den Erblasser sogar auch mit allen Erben. Wir haben hier eine erbrechtliche Beziehung zwischen dem Erblasser und den Erben und wir haben eine gesellschaftsrechtliche Beziehung, die auf der linken Seite am Tisch stattfindet. Und die Frage ist, wie ist es jetzt unter welchen Voraussetzungen möglich, dass jemand von außen eintritt? Und dazu lesen wir jetzt erstmal das Gesetz. Und hier steht, das sprechen wir nicht vom Erbrecht mehr, sondern das Erbrecht hierzu, wenn Sie so wollen, das steht erst einmal im Gesellschaftsrecht drin. Und warum ist das so? Weil wir bei diesen Konstellationen eigentlich immer, vielleicht sollte ich das sogar noch dazu schreiben, und das tue ich in Rot, damit Sie das wissen, zwei Rechtsgebiete mit zusammendenken müssen, nämlich Gesellschaftsrecht plus Erbrecht. Und das Erbrecht könnte man klein schon drüber schreiben, das besteht in der Regel nur aus dem 1922. Das Erbrecht ist relativ einfach. Natürlich, wer dann Erbe ist, steht auch im Weiteren im Erbrecht drin. Die Sonderkonstellation ist ja jetzt hier, dass wir uns anschauen müssen, was das Gesellschaftsrecht damit macht. Deswegen, weil wir das Erbrecht jetzt schon kennen, schauen wir ins Gesellschaftsrecht näher rein. Schauen Sie mal mit mir zusammen in Paragraphen 727. Absatz 1. Die Gesellschaft, unsere GbR, wird durch den Tod eines der Gesellschafter aufgelöst, wenn sich aus dem Gesellschaftsvertrag nicht ein anderes ergibt. Das ist interessant. Wenn eine GbR aufgelöst wird, da gehen wir jetzt nicht ins, ins Detail, aber Sie können zum Beispiel in den 731 folgende, sehen Sie was im 734 von der Verteilung des Überschusses, da können Sie daraus entnehmen, das wird halt versilbert. Ja? Das, was noch da ist an Gesellschaftsvermögen, das wird ausgekehrt, Schulden werden beglichen, so ähnlich wie wir das eben bei der Erbauseinandersetzung auch gesehen haben. Das ist tatsächlich heute, muss man sagen, noch der gesetzliche Regelfall. Das ist anders, wie sich dem 131 Absatz 3 Nummer 1 HGB entnehmen lässt für die OHG. Da steht drin, dass die Gesellschaft fortgeführt wird. Und ich habe Ihnen in den Notizen reingeschrieben, nach dem MOPEC wird das Gesellschaftsrecht im BGB, die 705, werden völlig neu gefasst. Und da gibt es künftig den Paragraphen 723 BGB. Und der sagt, in der Zukunft haben wir eine andere Default-Regelung. In der Zukunft wird tatsächlich die Gesellschaft als Normalfall fortgeführt. Das ist im Moment noch anders. Das muss man sich so ein bisschen einprägen. Heute ist es noch so, wenn fortgeführt werden soll, dann brauchen wir dazu nicht nur im Erbrecht eine entsprechende Erbenstellung, sondern wir brauchen vor allen Dingen auch eine Anordnung im Gesellschaftsvertrag. Das sagt ja heute der 727 Absatz 1, sofern sich aus dem Gesellschaftsvertrag nicht ein anderes ergibt. Und dann ist die Frage, was kann denn sich im Gesellschaftsvertrag anderes drinstehen? Was kann sich denn da andeuten? Da gibt es drei Möglichkeiten und für diese drei Möglichkeiten gibt es drei Etiketten und diese drei Etiketten, die sollten Sie auch als solche bezeichnen können. Ich habe sie Ihnen aber der Vollständigkeit halber in die Notizen auch nochmal reingeschrieben. Das erste ist eine sogenannte Fortsetzungsklausel. Das ist das, was Sie so ähnlich heute finden im 736 Absatz 1. Nämlich, wenn das entsprechend bestimmt ist, dann besteht die Gesellschaft einfach
ohne diesen Gesellschafter weiter fort. Dann sitzen eben in meinem jetzt abgebildeten Beispiel nur noch drei Personen am Gesellschaftstisch. Wunderbar. Fortsetzungsklausel. Bemerkenswert und von mir auch deswegen für Sie in den Notizen hinterlegt. Ab 2024, 1. Januar, ist das nach 712 Absatz 1 und 723 der gesetzliche Regelfall. Also da geht die GbR nicht unter, sondern wird sie fortgeführt. Und wenn nichts anderes gesagt ist, dann kommt eben keiner dazu, sondern dann bleibt es halt bei den verbliebenen Gesellschaftern. Die Frage, die sich dann immer stellt, ist, ja, wie ist es, wenn das Konto der GbR voll war, bekommen dann die Erben zumindest eine Abfindung? Da schauen Sie mal in den 738 Absatz 1 Satz 2 rein, nach dem heutigen Recht. Ja, da kann es eine Abfindung geben. Die anderen verbliebenen Gesellschafter sind verpflichtet, dem Ausscheidenden die Gegenstände, die er der Gesellschaft zur Benutzung überlassen hat, zurückzugeben, ihn von den gemeinschaftlichen Schulden zu befreien und ihm dasjenige zu zahlen, was er als Anteil wertmäßig erhalten würde, wenn die Gesellschaft zur Zeit seines Ausscheidens aufgelöst wird. Also es muss eine Abfindung geben. Daran knüpfen sich wiederum neue gesellschaftliche Folgefragen, nämlich nach welchem Wert. Da gibt es häufig eine sogenannte Buchwertklausel. Das bedeutet, häufig steht ein bestimmter Gesellschaftswert in den Büchern drin. Das ist aber nur ein Bruchteil dessen, was die Gesellschaft eigentlich wert ist. Das heißt, sehr nachteilhaft für diejenigen, der ausscheidet, beziehungsweise in unserem Fall wäre sehr nachteilig, wenn die Erben einfach mit dem Buchwert gefunden würden. Dann gibt es natürlich Alternativen. Einerseits, dass man eine andere, realistischere Wertbestimmung hernimmt, wo dann sich die verbliebenen Gesellschafter immer damit das zurückweisen, indem sie sagen, ja, dann gerät unsere Gesellschaft als solche ins Wanken. Gibt natürlich auch diejenigen Klauseln, die da sagen, eine Abfindung ist generell ausgeschlossen, und da ist dann immer die Frage, ob das zulässig ist, ob man das über 242 oder 138 Absatz 1 BGB noch irgendwie einbremsen kann. Insgesamt in dieser Komplex-Fortsetzungsklausel, das heißt, niemand tritt neu ein. Zweiter Fall, die sogenannte Nachfolgeklausel, ab 2024, neu geregelt in § 711 Absatz 2 und 724. Da wird die Gesellschaft fortgesetzt mit den Erben, und zwar unmittelbar. Das bedeutet, ab der Sekunde des Todes unseres Erblassers T treten muss da im Gesellschaftsvertrag allerdings auch drinstehen, unmittelbar per Sondererbfolge, also Ausnahme von der Universalsukzession, wie sie in 1922 kennen, unmittelbar in die Gesellschaft ein. Also dieses Gesellschaftsvermögen wird ausgegliedert aus der sonstigen Erbfolge, und die werden unmittelbare Nachfolger. Oder der vielleicht häufigste Fall, die sogenannte Eintrittsklausel, was man begreifen kann als einen Vertrag zugunsten Dritter. Da habe ich dann im Gesellschaftsvertrag eine solche Klausel drinstehen, die da sagt, wenn Gesellschafter T verstirbt, dann hat seine Erbin E das Recht, in den Gesellschaftsvertrag einzutreten. Dazu müssen dann aber auch zwei Sachen zusammenbekommen. Erstens, diese Klausel muss natürlich im Gesellschaftsvertrag drinstehen, vor allen Dingen aber, die muss auch Erben sein. Also wenn eine Eintrittsklausel im Gesellschaftsvertrag drinsteht, und entgegen der Formulierung darin ist eh aber gar nicht Erbin geworden, sondern weil sich der Erblasser das Last Minute anders überlegt hat, ist die doch enterbt worden. Dann geht die Eintrittsklausel ins Leere und dann kann eben niemand eintreten. Dann führt es doch zur Fortsetzung der Gesellschaft, ohne dass überhaupt jemand eintritt. In einer Gesellschaftsrechtsvorlesung hören Sie all das nochmal in deutlich größerem Detail. Und das ist auch richtig und gut so. Ich finde es aber wichtig, dass die Brücke hier von beiden Seiten geschlagen wird. Das heißt, dass Sie auch mal aus der erbrechtlichen Warte das Ganze dargestellt bekommen haben, und Ihre Professorin oder Ihr Professor im Gesellschaftsrecht Ihres Vertrauens wird Ihnen das Ganze dann nochmal aus der Warte des Gesellschaftsrechts erklären. Auch da die dringende Bitte, wenn Sie die Gelegenheit haben, irgendwann in nächster Zeit eine Sonderveranstaltung zum MOPEC, also zu dieser neuen 705 folgende BGB zu besuchen, nehmen Sie das wahr. Langfristig werden die neuen Regeln gelten, und da ist es gut, wenn Sie frühzeitig orientiert sind. Wenn Sie sich das schon mal anschauen wollen, ist auch kein Geheimnis. Sie finden im Bundesgesetzblatt oder auch auf den Seiten des Bundesjustizministeriums finden Sie die gesamten Gesetzgebungsmaterialien zum MOPEC, aber gerade auch das, was am Ende im Bundesgesetzblatt als endgültige Version veröffentlicht wurde. Im Moment ist das, Sie wissen ja, dass Gesetze manchmal auch schon vor ihrem
Geltungsbeginn in diesen üblichen kleinen Textsammlungen abgedruckt werden. Das ist aber beim MOPEC bis auf Weiteres noch nicht der Fall. Ich nehme mal an, die Verlage werden das irgendwann erst Mitte 2023 als neues Gesetz irgendwie mit abdrucken. Ich habe es jedenfalls noch nicht gesehen. Vielleicht bin ich auch hier eine Auflage hinterher. Aber damit Sie da schon vorher mal reingeschaut haben, wenn es das nicht in der Gesetzessammlung drin ist, dann sehen Sie es aber dann im der entsprechenden Bundesgesetzblattfassung und lesen Sie vielleicht auch einen Aufsatz dazu. Ich meine, in meinem Hashtag Fußnote-Podcast hatte ich auch schon mehrfach bereits darauf verwiesen. Das soll beim MOPEC eben eine so lange Übergangsfrist sein, weil sich jetzt irgendwie die gesamten GBRs dieses Landes erstmal daran gewöhnen müssen, dass es künftig so abgefahrene Sachen wie ein Gesellschaftsregister, eben nicht nur ein Handelsregister, sondern auch ein GBR-Register gibt und viele andere Änderungen, auf die man da lange gewartet hat und die dann eben in knapp 2 Jahren endgültig zur Anwendung kommen. Ja, damit sind wir durch mit dem materiellen Erbfolgerecht im engeren Sinne. Was in der nächsten Einheit noch kommt, ist das Pflichtteilsrecht. Da geht es nicht mehr um eine Stellung von Erben oder Vermächtnisnehmerin, sondern da geht es um die Bösen, die nach außen gestellt wurden, die von außen Geldansprüche geltend machen. Und in der übernächsten und letzten Einheit geht es dann um Erbschein und Erbverfahrensrecht. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch diese beiden Einheiten noch mitnehmen und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Bis dann.